Grüß euch, liebe Zuseher. Nochmal herzlich willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Ein sehr schwieriges Video heute, vor dem ich schon längere Zeit Respekt habe, das aber sehr wichtig ist. Es geht hier und heute um einen Hund, der die wenigsten kalt lässt. Entweder man liebt ihn oder man hasst ihn oder fürchtet sich vor ihm, aber egal ist dieser Hund den wenigsten. Es geht um den American Staffordshire Terrier. Doch bevor ich mit diesem fantastischen Hund loslege, ein kurzes Vorwort. Abzielend auf Leute, die sofort, wenn es ums Thema Bulldogs geht oder verwandten Hunderassen geht, Kommentare fallen lassen in der Manier wie: alle Besitzer dieser Hunde sind Kampfhunde-Psychos und gehören genauso wie ihre Hunde weggeräumt oder getötet. Ja, das sehe ich mir nicht aus der Nase. Ich habe solche Kommentare gelesen unter Videos, wo es um den MSF gegangen ist und so weiter. Mein Appell an diese Leute ist, oder meine Bitte ist, verlassen Sie meinen Kanal oder, ja, weiß ich nicht, sehen Sie sich dieses Video nicht an. Ich kann Sie zwar nicht dazu zwingen, aber auffordern kann ich Sie, denn mit solchen Leuten möchte ich persönlich nichts zu tun haben. Ich weiß, dass es viele Ereignisse gegeben hat, die Futter für Ihre Einstellung sind. Doch ich würde Ihnen eher vorschlagen, öffnen Sie selbst einen YouTube-Kanal mit der Bezeichnung, weiß ich nicht, Anti-Kampfhunde-Psychos. Und posaunen Sie Ihre Einstellung dort in die Welt hinaus. Vielleicht finden Sie Zuspruch, hier werden Sie das nicht tun. Hier sind Leute zu Hause, die sich wirklich für Hunde interessieren, die sich in die Thematik einleben, die ihren Verstand einsetzen. Ja. Sie können mir jetzt selbstverständlich ein Dislike aufgrund dieser Aussage geben, aber das wird meine Einstellung oder den Kanal nicht beeinflussen. Also, danke für Ihr Zusehen. Zurück zu meinen sehr geschätzten Zusehern und zu diesem fantastischen Hund. Schauen Sie, der American Staffordshire Terrier gilt für mich als eine der 5 besten Hunderassen der Welt. Weshalb ich das so sehe, werden Sie im Laufe dieses Videos noch erfahren. Doch wenn man über diesen Hund spricht, muss man auch seine Geschichte ankratzen. Und die ist natürlich grausam und brutal, wie auch jene von anderen Hunderassen. Doch ganz speziell die Geschichte der Bulldogs ist grausam. Am Ende des Videos möchte ich ganz kurz meine Sicht zu diesem schrecklichen Ereignis, zu diesem schrecklichen Vorfall da in Oberösterreich vor einigen Monaten mit diesem Todesfall durch die Beißattacke eines American Staffordshire Terriers preisgeben, etwas dazu sagen. Ja. Jetzt legen wir mal los. Die Geschichte des American Staffordshire Terriers so kurz wie möglich zusammengefasst von mir. Ja. Warum ist der Hund überhaupt da? Wieso gibt es den? Nun, Sie wissen, speziell im 19. Jahrhundert galt Großbritannien als Hochburg für Tierkämpfe, wo Hunde gegen andere Hunde oder Hunde gegen andere Tiere zum Kampf eingesetzt wurden. Hier kam also hauptsächlich mit Vorliebe der Bulldog zum Einsatz, der, wie schon der Name Bull in seinem Rassenamen mitnimmt, fürs Bullbaiting eingesetzt wurde, also fürs Packen der Bullen an der Nase. Da ging es darum, welcher Hund das am längsten schafft und so weiter. Ja, derjenige hatte dann gewonnen, brachte seinen Besitzern viel Geld ein. Doch die Leute waren sensationsgierig, die wollten mehr sehen als dieses Bullbaiting. Die ließen die Hunde gegeneinander kämpfen, gegen andere Tiere kämpfen. Doch schnell stellte sich heraus, dass die Bulldogs es liebten, sich ineinander zu verbeißen, ja, und dann nicht mehr viel zu tun. Sie hatten zwar die Kraft, die Zähigkeit, die Gameness, die Einstellung, einen Kampf bis zum bitteren Ende durchzuführen, aber die Kämpfe waren zu unspektakulär, zu langweilig für die Leute. Sie begannen zu experimentieren. Die wussten, dass die Terrier dafür bekannt waren, abwechslungsreiche, feurige, schnelle Kampfstile zu besitzen. Doch fehlte es den Terriern an der Kraft, an der Zähigkeit des Bulldogs. Jetzt begannen die Bulldoggen und die Terrier miteinander zu kreuzen, und es war der Weg geebnet für diesen sogenannten Bullen Terrier, der sich später dann als der beste Kampfhund der ganzen Welt herausstellte. Wieso? Oft sagen Leute, aber das ist doch ein Widerspruch. Ein großer Hund muss doch viel effektiver sein beim Kampf. Liebe Zuseher, es wurde viel getestet, experimentiert, leider. Selbstverständlich wurde auch getestet gegen große Hunde in der Manier der Herdenschutzhunderassen. Schnell stellte sich heraus, dass diese Hunde schnell müde wurden.
Kampfeslust verloren, nicht mehr konnten, nicht mehr fähig waren, weiterzukämpfen, während sie die ersten 10 Minuten diese kleinen Kampfhunde overpowered haben. Ganz klar, dass jeder dieser 20, 30 Kilo schweren Bullenterrier von 60, 70 Kilo schweren Herdenschutzhunden zum Beispiel overpowered wurde in den ersten Minuten. Dafür waren diese Hunde auch nicht gemacht, um auf der Straße einen Kampf binnen 20 Sekunden oder 10 Minuten zu gewinnen. Die waren dafür gemacht, spektakuläre Kämpfe über Stunden zu führen. Und das taten die auch. Davon waren diese großen, schweren, starken Hunde weit entfernt. Die waren dazu nicht fähig. Diese kleinen 10 Gemenhunde. Aber sehr wohl. Und da ging es oft stundenlang zur Sache. Diese Hunde wurden nicht nur gegeneinander in die Schlacht geworfen, in der sogenannten Pit, in der Kampfgrube, sondern auch gegen Esel, das sogenannte Donkey-Baiting. Und lachen Sie nicht, Esel sind Kampfmaschinen. Nein, glauben Sie nicht, auf YouTube können Sie sich ein Video ansehen, wo ein Esel eine Tüpfelhyäne fertig macht. Ein Pferd hat gegen einen Esel keine Chance. Ja? Das sind anständig kantige Kameraden. Also, die kämpften gegen Esel, die kämpften gegen Affen, gegen Dachse, die kämpften gegen Bären, gegen den Bullen sowieso. Die kämpften auch mal gegen einen Löwen. Das ist eine belegte Geschichte, die Sie rauslesen können in einem der zwei Bände Kampfhunde 1, Kampfhunde 2 von Dr. Dieter Fleig, eine Koryphäe auf dem Gebiet. Sie wurden aber nicht nur für den Kampf zur Belustigung der Menschen verwendet, sie wurden auch als Jagdhunde verwendet. So benutzte man diese Bullentiere mit Vorliebe als Packer bei der Wildschweinjagd, wurden auch auf Safaris zur Großwildjagd mitgenommen. Und es ist belegt, dass diese Hunde bei der Attacke auf einen Elefanten sich in den seine Ohren verbissen und der Elefant mit mehreren Bullentieren an seinen Ohren hängend flüchtete, bevor er eingeholt und erschossen wurde. Ja. Man weiß auch, dass sie als Löwenjäger im Einsatz waren, ähnlich wie der Rhodesian Ridgeback, nur waren sie dafür nicht geeignet. Denn anders als der Rhodesian Ridgeback, der einen Sicherheitsabstand zum gestellten Löwen einhält, um nicht getötet zu werden, fuhren diese Bullentiere kompromisslos auf den Löwen drauf und packten diesen. Ja, diese 220 Kilo Katze tötete die Kampfhunde natürlich. Also waren diese Hunde nicht dafür geeignet, denn bei jeder Jagd hätte man nur tote Hunde gehabt und eine durch Bisswunden verletzte Katze, die flüchten konnte. Ja. Ja. Der Schwung der Migranten von Großbritannien Richtung USA, der war selbstverständlich auch im 19. Jahrhundert noch nicht abgerissen. Die Leute, die das taten, die nahmen auch ihre Kampfhunde mit, um ein Kapital dabei zu haben, denn die hatten auch vor, in der USA diesbezüglich weiterzumachen. Das taten die auch, und während sich auf der Insel in Großbritannien aus diesem Bullenterrier der Staffordshire Bull Terrier und der Standard Bull Terrier entwickelten sich in der USA zwei andere Typen dieses Bullenterriers, aus dem Bullenterrier. Ich habe ganz vergessen, eine ganz, ganz, ganz wichtige Sache zu erwähnen, und das ist die Selektion der Beißhemmung dieser Hunde, die im 19. Jahrhundert, speziell im 19. Jahrhundert, aber auch schon im 20. dann stattgefunden hat. Jeder Hund, der beim Trennen oder beim Rausnehmen aus einem Kampf um sich gebissen hat, wurde getötet. Mit dem wurde nicht weiter gezüchtet. Das war ganz wichtig. Es musste jederzeit ein Sekundant oder einer der Besitzer dieser Hunde dazu fähig sein, den Hund aus dem Kampf zu nehmen, ohne dabei gebissen zu werden. War da ein Hund dabei, der um sich gebissen hat, so wie es oftmals vorkommt, und viele Hundebesitzer sind von ihren eigenen Hunden schon gebissen worden, wenn sie sich vom Kampf trennten, dann wurde dieser Hund getötet, ausselektiert, getötet und zumindest nicht mit diesem Hund weitergezüchtet. Das ist der Grund, weshalb 99,9% aller echten American Pitbull-Tiere heute eine zwingende Beißhemmung Menschen gegenüber vorweisen und 50% der American Staffordshire-Tiere das ebenfalls tun. Ja, doch zur Beißhemmung selbst danach später nochmal. So, wie gesagt, in der USA entwickelten sich zwei verschiedene Typen dieses Bullenterriers. Wir hatten da zwei große Verbände, den UKC und den AKC, den United Kennel Club und den American Kennel Club. Der UKC, der beharrte darauf, diese Bullenterrier nach Wesen weiter zu züchten. Für den war es absolut, absolut wichtig und ein absolutes Muss, diese Gameness, die diese Bullenterrier besitzen mussten, um in der Pit bestehen zu können. Diese Gameness, diesen Todesmut, diese Todesverachtung, dieses Ich gehe bis zum Ende, dass das weiter vererbt wird. Die Anatomie war nebensächlich.
Hauptsache war nur, der Hund ist nicht zu schwer, nicht zu großrahmig. Aber er musste diese Gameness besitzen. Das war dem UKC wichtig. Der AKC wiederum, der American Kennel Club, der verpönte den Hundekampf und sagte, unsere Hunde müssen keine Gameness vorweisen. Die müssen nicht dead game sein. Unsere Hunde müssen schön sein. Wir wollen, dass unsere Bull-End-Terrier, die Art unserer Bull-End-Terrier, sich alle sehr stark ähnelt. Einen gewissen Standard vorweisen, eine ähnliche Optik vorweisen. Der Charakter ist zwar wichtig, aber die Gameness ist es nicht. Ja, und so begannen sich diese beiden Hunde voneinander wegzuentwickeln. Also der American Staffordshire Terrier, der vor etwas mehr als 100 Jahren noch dieselbe Hunderasse war oder derselbe Hundetyp war, wie es der American Pitbull Terrier war, die dann gemeinsam noch eine Zeit lang Yankee Terrier oder American Bull Terrier hießen, die bewegten sich dann auseinander. Der UKC setzte sich mit dem Namen American Pitbull Terrier durch, der AKC mit dem Namen American Staffordshire Terrier. Und kurz zum Vergleich zeige ich Ihnen jetzt mal drei klassische American Pitbull Terrier und dazu einen American Staffordshire Terrier. Sind Sie enttäuscht? Was haben Sie erwartet? Ein Massemonster beim MPIT? Liebe Zuseher, der echte American Pitbull Terrier ist nicht das, was Sie in den Medien zu sehen bekommen, wenn steht, American Pitbull Terrier hat und Beste von American Pitbull Terrier hat dies. Das ist der echte American Pitbull Terrier. Ein oder der leistungsfähigste Hund der Welt, der gar etwas findig wirkt. Stahlharte Muskulatur vorweist, aber nie schwerer ist normal als 25 Kilo. Und das ist schon schwer. Mein Pit mit 27 Kilo Attila, der ein echter Pit war, war schon ein Schwergewicht für einen American Pitbull Terrier. Ja. Wie gesagt, diese Pits, die Sie oftmals sehen, diese Fleischkolosse, mögen Pits sein, aber das sind nur mehr Karikaturen von diesen klassischen American Pitbull Terrier, wie sie ursprünglich aussahen. Zu Zeiten, als sie noch für die Pit verwendet wurden, für welche sie auch heute noch verwendet werden. Wir wissen ja, dass es überaus perfekte Hundekampf-Szenen auf der Welt noch gibt. Heutzutage. Und auch dort sehen die echten American Pitbull Terrier so aus, wie diese drei Kapazunder, die ich Ihnen da vorgestellt habe. Ja. So, das war der Vergleich. Echter American Pitbull Terrier, American Staffordshire. Man hat also gesehen, dass sie sich optisch doch schon ziemlich weit voneinander entfernt haben. Und auch charaktertechnisch. Denn während der Pitbull Terrier zumeist ein sehr, sehr schlechter Wach- und Schutzhund ist, kann es beim American Staffordshire Terrier vorkommen, dass er einen guten Wach- und Schutzhund darstellt. Obwohl er auch nicht zu den Besten gehört, möchte ich mal sagen. Ich möchte jetzt mal ganz kurz die Vorteile und die Nachteile dieses fantastischen Hundes ansprechen. Die Vorteile sind, dass das ein Hund ist, der, wenn er gut geführt ist und aus guter Zuchtstätte stammt, ein Hund ist, der ständig gut gelaunt, gut drauf durchs Leben läuft. Selten habe ich Hunde gesehen, die derartig gut aufgelegt sind wie American Staffordshire Terrier. Der American Staffordshire Terrier zählt für mich zu den 4, 5, 6 besten Familienhunden auf der ganzen Welt. Das ist er, seine anderen Bull Terrier Verwandten, der deutsche Boxer, und dann kommt einmal lange Zeit nichts. Dann kommen die anderen Hunde. Lieber Zuseher, das ist meine Erfahrung, meine persönliche Meinung. Ja. Für mich ist der Amstaff mit den anderen Bull Terriern der beste Familienhund der Welt. Knapp verfolgt vom deutschen Boxer, da geht nichts drüber. Ein anderer Vorteil ist, dass dieser Hund zu den leistungsfähigsten Hunderassen auf der Welt gehört, aber oft, das Ganze oftmals mit einem wundervoll freundlichen Wesen paart. Ja. Gleichzeitig ist er kompakt, er ist nicht zu groß, er ist nicht zu klein, aber er ist immer noch so kompakt, um in jedes Auto zu passen. Egal wie klein das ist. Ja. Das ist ein kurzhaariger Hund mit fast keiner Unterwolle, pflegeleicht. Er reicht Schulterhöhen bis zu 50 cm, sage ich mal. Oder sagen wir so, mein Sweet Spot des American Staffordshire Terriers zeigt seinen Hund mit knapp 50 cm Schulterhöhe und 28 bis 35 kg Gewicht. Ja. Sind sie leichter, dann fallen sie mir zu sehr schon in den Pit hinein. Sind sie schwerer, klopfen sie schon zu sehr an der Tür des American Bully XL an. Also das ist der Sweet Spot meines Amstaffs. Ein Hund mit 50 cm Schulterhöhe und 28 bis 35 Kilo Gewicht. Farben haben sie alle. Es gibt sie in allen Farben. Das ist ein herrlicher Hund, der, wenn er gut geführt ist, aus guter Zuchtstätte stammt, keine schlechten Erfahrungen mit anderen Hunden gemacht hat. Von ihnen nicht scharf gemacht wurde. Wahrscheinlich einen der herrlichsten Charakter vorweist, den Hunde nur vorweisen können. Vertrauen Sie mir. Das sind die Vorteile. Jetzt zu den Nachteilen. Einer der Nachteile ist, oft ist es so,
dass wenn man eine Person ist, die es auf einen Wach- und Schutzhund abgesehen hat, im Besitz eines American Staffordshire Terriers ist, dass man dann dazu genötigt wird, den Hund diesen Trieb anzutrainieren, wenn man darauf beharrt, einen Wach- und Schutzhund zu haben. Wenn man das tut, dann hat man speziell mit den American Staffordshire Terrier einen Hund, der unführbar wird. Glauben Sie mir das. Unführbarer wird als viele andere Hunderassen, denen man diesen Trieb antrainiert hat, weil er ihn natürlich nicht besessen hat. Wenn der MSTF einen natürlichen Wach- und Schutztrieb besitzt, gibt MSTFs mit natürlichen Wach- und Schutztrieb. Ich habe mit mehr als 10 verschiedenen MSTFs gearbeitet, die derartigen Trieb besessen haben von Natur aus. Dann fügt sich dieser Trieb völlig in ihr Naturell ein und es gibt keine Probleme. Ist es allerdings ein Hund, der völlig fehlenden Wach- und Schutztrieb hat, also dem dieser Trieb absolut fehlt und Sie ihm den antrainieren, dann entwickelt dieser Hund diesbezüglich einen derartigen Drive, dass es nicht mehr schön ist, diesen Hund zu haben. Ja? Das ist ein Nachteil. Ein Nachteil, weshalb ich jeden MSTF-Besitzer warnen möchte davor, seinen MSTF, wenn er keinen Wachtrieb oder Schutztrieb besitzt, einen anzutrainieren. Nur ein Tipp von mir. Der zweite Nachteil bei diesem Hund ist, obwohl der MSTF generell zu den freundlichsten Hunderassen der Welt gehört. Ich weiß das, denn ich treffe selten auf Hunde, die meinen Rüden, obwohl sie ihn nicht kennen, derartig freundlich begrüßen, wie fremde MSTFs, die ständig zum Spielen auffordern. Er kann sich der Hund in eine Richtung entwickeln, wo sie gar nichts dafür können. Nämlich, wenn sie einmal zu oft auf Hunde getroffen sind, die von irgendwoher in sie reinschießen und ihr Hund damit nicht klarkommt. Die wenigsten Hunde kommen damit klar, wenn sie überfallen werden von einem fremden Hund. Ja. Viele entwickeln dann ein überdominantes Verhalten anderen Hunden gegenüber. Einige bekommen Angst, andere werden zu raufern. Mir ist das ähnlich gegangen mit meinem Hund. Ja. Wenn das bei Ihnen der Fall ist und Sie unglücklicherweise in solche Situationen einmal zu oft kommen und Ihr MSTF aufgrund dessen dann etwas Freude am Kampf findet, ja, dann drehen Sie den nicht mehr zurück. Den drehen Sie nicht mehr zurück. Niemand von Ihnen, niemand, nicht der größte Profi, dreht den Hund wieder auf Ursprungszustand zurück. Sie können eventuell etwas Feuer aus der Sache nehmen, aber zurückdrehen tun Sie den nicht mehr. Und wenn Sie mal einen kampflustigen Staff besitzen, der das aus welchem Grund auch immer geworden ist, ja, dann besitzen Sie einen Dämon. Und ich sage Ihnen was, glauben Sie mir, wenn ich Ihnen sage, American Staffordshire Terrier und Verwandte richten beim Kampf Hund gegen Hund merklich mehr Schaden an, als es viele andere Hunderassen tun. Merken Sie sich das, was ich gerade gesagt habe. Hier empfehle ich jeden Besitzer eines Hundes, der in diese Sphären abgerutscht ist, einen Breakstick mitzuführen. Die Handhabung dieses Werkzeugs ist gleich erlernt. Ja. Doch mit diesem Breakstick können Sie andere Hunde vor viel Schaden bewahren. Denken Sie an diesen Tipp. Doch grundsätzlich, wenn Ihnen das nie geschieht, ist der MSTF eigentlich von Natur aus ein Spieler. Ein Hund, der den Fun, das Spiel, die Freundschaft mit anderen Hunden sucht, egal ob gleichgeschlechtlich oder nicht gleichgeschlechtlich. Das liegt denen in der Natur, mir ist das schon sehr oft aufgefallen. Also wie gesagt, hüten Sie sich vor solchen Situationen, wo Ihr Hund in diese Sphären abrutscht, wenn es ein Staff ist. Ja? Und züchten oder trainieren Sie Ihren Hund keinen Wach- oder Schutztrieb an, wenn er den nicht hat. Tun Sie das nicht. Das sind zwei Negativbeispiele, die ich über den American Staffordshire Terrier bringen möchte. Ich möchte mal ganz kurz, bevor ich mit dem Video Schluss mache, auf diese Sache zurückkommen, die da vor einigen Monaten in Oberösterreich geschehen ist. Dieses schreckliche Ereignis, wo eine Joggerin von American Staffordshire Terrier getötet wurde. Es hat sich ja herausgestellt, dass diese Züchterin, die da verurteilt wurde, mit 3 Hunden unterwegs waren. Und auch alle 3 Hunde in diesem Vorfall verwickelt waren. Schauen Sie, liebe Zuseher, um das Ganze nicht zu sehr in die Länge zu ziehen. Das war ein Ereignis, das mich zutiefst betroffen hat. Das ist fürchterlich. Und glauben Sie mir aufs Wort, wenn ich sage, ich habe mit den Angehörigen dieses Todesopfers mitgelitten. Wahnsinnssache. Also das nimmt diesen Leuten niemand mehr weg. Fürchterliche Geschichte. Darf nicht geschehen. Glauben Sie mir. Ich wage aber zu behaupten, dass wenn diese Züchterin, so wie sie zuerst behauptet hat, mit diesem Hund alleine unterwegs gewesen wäre, wäre es zu keinem Todesfall gekommen.
Ja, ich weiß, wir wissen alle nicht, weshalb es überhaupt zu dieser Beißattacke gekommen ist. Fakt ist, es kam zu einer Beißattacke, wo alle drei Hunde mittendrin waren. Da hat sich eine Eigendynamik entwickelt. Doch wäre es zu einer Beißattacke gekommen des einzelnen Amstaffs, also weil die Züchterin mit einem Hund unterwegs war, bin ich mir sicher, dass es bei ein oder zwei Bisswunden geblieben wäre, aber bei keinem Todesfall. Also den Hund hätte die Züchterin zum Ablassen gebracht. In diesem Fall waren es drei Amstaffs und jetzt sage ich Ihnen was. Das müssen keine drei Amstaffs sein. Wenn Sie mit drei Königspudel oder drei Labrador unterwegs sind und sich hier eine diesbezügliche Eigendynamik entwickelt, sind Sie machtlos. Das ist so. Jeder, der mir hier sagt, nein, ich könnte das handeln, der ist ein Ahnungsloser. Also mit drei Pudeln mit 60 cm Schulterhöhe, wenn sich die miteinander verbünden und einig sind, ja, wir attackieren da jetzt zu dritt, können Sie alleine nichts tun. Glauben Sie mir das. Dazu braucht es keinen American Staffordshire Terrier. Das wollte ich dazu sagen. Man weiß bis heute nicht, warum es zu dieser Beißattacke gekommen ist. Es wurde immer nur hervorgehoben, dass mit diesem Hund Schutzarbeit gemacht wurde und so weiter und so fort. Sie wissen schon, dann kamen wieder die ganzen Obergescheiten rein, die meinten, dass die Schutzarbeit schuld ist und das. Ja, lassen wir das, denn das ist ein elendlanges Thema. Sie kennen meine Einstellung dazu. Doch, wie gesagt, wäre diese Dame mit einem Amstaff unterwegs gewesen, hätte es keine Tote gegeben. Davon bin ich überzeugt. Ich bin generell ein Mensch, der eher Abstand hält vor dem Unterwegssein mit mehreren starken Hunden. Es ist nichts dagegen zu sprechen, wenn Sie kleine, führige Hunde an der Leine haben, zu dritt, zu vier, zu fünf, zu sechs, aber mit zwei starken Hunden unterwegs zu sein, ist schon eine völlig andere Welt, als mit einem starken Hund unterwegs zu sein. Ich weiß zwar, und ich habe schon Videos gesehen, wo selbsternannte Profis meinten, egal wie viele Hunde kämpfen, wenn ich das mache oder wenn ich rein einen Schlüsselbund reinwerfe oder eine Wasserflasche reinwerfe oder sonst irgendwas oder reinbrülle, dann hören die auf, wenn man weiß, wie es geht. Ich sage Ihnen nur was, wenn ein American Staffordshire Terrier oder ein American Pitbull Terrier, müssen gar keine Bull Terrier Rassen sein, wenn es überzeugte Molosser sind, die einen Kampf annehmen und überzeugt sind davon, diesen Kampf zu Ende bringen, können sie reinwerfen, reintreten, reinbrüllen oder reinschütten, was immer sie wollen. Ja, das wird ihnen nichts nützen. Glauben Sie mir das. Ja, auch wenn Sie es nicht glauben. Es ist so. Ja. Hier müssen Sie Hand anlegen und einen Breakstick benutzen. Und wenn das noch dazu mehrere Hunde sind, in der Anzahl, eine größere Anzahl besitzen als Hundebesitzer da sind, ja, dann ist das ein Wahnsinn. Ja. Also, ich wünsche Ihnen weiterhin viel gutes Gelingen, wenn Sie mit zwei oder mehreren starken Hunden gleichzeitig unterwegs sind, aber eine sichere Sache ist das nicht. Auch wenn Sie sich noch so überzeugt sind oder auch wenn Sie noch so überzeugt sind von der Sicherheit Ihrer Hunde, es kann immer was geschehen. Ja. Und zwei Menschen können drei oder vier außer Rand und Band, Band geratene Hunde nicht leicht trennen, wenn die davon überzeugt sind, den Kampf bis ins Äußerste zu führen. Ja? Also das ist meine Einstellung, davon gehe ich nicht weg. Ja. Abgesehen davon, zurück zu den schönen Dingen, American Staffordshire Terrier für mich ein Kandidat für den besten Hund der Welt. Wenn es ein Hund ist, der in den richtigen Händen ist, der aus einer optimalen Zuchtstätte kommt, weil er einfach alles mitbringt, was man so will. Er ist einer der stärksten Hunde der Welt, einer der leistungsfähigsten Hunde der Welt. Er ist sehr intelligent und lernwillig, auch am Abrichterplatz gut einsetzbar. Er ist manchmal ein guter Wach- und Schutzhund. Wenn er das nicht ist, trainieren Sie ihn nicht dazu. Er ist grundsätzlich immer freundlich. Ein Muskelpaket, ein freundliches Muskelpaket, immer gut drauf. Er ist mit einigen anderen Bullterriern und dem deutschen Boxer für mich der beste Familienhund der Welt. Und er ist wunderschön. Was wollen Sie mehr? Das ist meine Meinung zum Amstaff. Aber jeder hat bekanntlicherweise seine eigene. Liebe Zuseher, es hat mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Ich habe dieses Video heute schon einige Male gestartet, weil es ist sehr schwer. Schauen Sie, diesen Hund derartig zu präsentieren, wie er es eigentlich verdient hat, das ist nicht leicht. Ich habe mir Mühe gegeben, aber ich habe großen Respekt vor diesem Video gehabt. Ich bin etwas heiser schon, weil ich glaube ich heute schon 10 Mal mit diesem Video gestartet habe und mir dann gedacht habe, na, probierst du es nochmal. Oft wünsche ich mir bei der Präsentation meiner Hunde in mir drinnen eine Person, die das besser könnte.
als ich es kann. Ja. Aber ich habe mir Mühe gegeben. Hat mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Ich würde mich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen. Und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Das war's schon wieder.